Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Paket bekommen, beziehungsweise ein Päckchen, und zwar von der lieben Mella. Und ich dachte mir, das könnten wir eigentlich mal genauso gut zusammen auspacken. Und ja, also ich hatte Mella vor, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten oder so, auch schon so ein kleines Päckchen geschickt, einfach so, weil ich Lust drauf hatte. Und ja, jetzt hat sie sich praktisch damit revanchiert und ich bin schon mega gespannt, was in dem Paket drin ist. So sieht das Ganze aus. Und dann machen wir das jetzt mal auf. Ich habe schon meine Schere bereitgelegt. Mella ist ja immer sehr gut darin, alles Mögliche einzupacken. Von daher werde ich sie sicherlich gut gebrauchen können. Und mit gut darin meine ich, man kriegt es nicht auf ohne Schere. So, ich mache das Ganze mal auf. Oh, süß. Sie so einen kleinen Zettel reingelegt. Da drauf steht, ups, jetzt ist er runtergefallen, wo drauf steht, dass sie mir ganz viel Freude mit dem Paket wünscht. Danke! Und ja, also erstmal, wenn ich es aufmache, dann sieht man nur Papier. Ich hole das jetzt mal raus. Und da sehe ich schon ganz viele schöne eingepackte Sachen. Oh Gott! So, so sieht das Ganze von innen aus. Da ist schon mega viel drin. Ah, ich bin aufgeregt. Und es riecht schon. Es riecht schon voll gut. Nach, ich weiß nicht, entweder Duschgel oder Kerzen oder irgendwas. Aber ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Und zwar sehe ich hier direkt so eine, die riecht so lecker. So eine Badekugel von Balea. Und zwar mit fruchtigem Erdbeerduft. Und genau so riecht es. Es riecht richtig hardcore nach Erdbeeren. Und einfach oh, richtig, richtig gut. Und dann sehe ich da direkt noch sowas, was in die Kategorie Baden gehört und gut riechen. Und zwar einen Badekegel mit schmeichelndem Zitrone-Vanilleduft. Okay, also das ist hier einfach nur so ein ja, Badekegel halt, ne? Wisst ihr Bescheid? So ein, ich weiß gar nicht, Badepraline oder wie man die Dinger nennt. Und der riecht auch richtig gut. Mehr so nach Zitrone und so, aber auch richtig, richtig frisch und lecker und man möchte es am liebsten direkt essen. Okay, also, dann mache ich mal hier weiter. Mella hat auf alles wieder irgendwas draufgeschrieben. Hier steht drauf, braucht man als Leseratte immer. Und ich würde mal ganz stark vermuten, dass es ein Lesezeichen ist. Wenn ja, wäre das natürlich richtig cool, weil ich die Fähigkeit habe, meine Lesezeichen einfach ständig zu verlieren. Ich hatte früher mal irgendwie 10 von diesen Magnetlesezeichen. Kennt ihr ja bestimmt. Und habe davon jetzt, glaube ich, noch 2. Und ich verliere sie ständig. Ja, das sind Lesezeichen. Ach, wie süß. Das sind sogar Eulenlesezeichen. Die habe ich hier noch gar nicht gesehen. Das sind die von Moses, diese, ja, die man halt kennt. Dankeschön. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ich gebe mir einfach mal Mühe, darauf aufzupassen, weil so geht es ja nicht weiter. So, weiter geht's hiermit. Da steht drauf, ich finde es wunderschön. Okay, dann bin ich ja mal sehr gespannt, was das ist. Ich kann es dieses Mal sogar ohne Probleme aufmachen. What? Oh mein Gott, das ist mega. Das ist auch ein Lesezeichen. Und zwar ist es So ein metallmäßiges Lesezeichen. Und da sind einfach mal Cupcakes drauf. Wie geil ist das denn bitte? Ach, die möchte man noch direkt essen am liebsten. Ja, richtig cool. Ich mag halt auch gerade diese großen Lesezeichen. Das hat dann hier auch noch so ein Bömsel. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Aber das kann man dann halt so draußen raushängen lassen aus dem Buch. Und die mag ich persönlich am liebsten, auch wenn die voll schnell rausfallen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich die am schönsten. Dankeschön. Dann haben wir hier das. Da steht drauf zum Entspannen. Und ich denke mal, dass das ja, fürs Baden ist. Also irgendwie Badesalz oder sowas. Oder vielleicht eine Maske. Was in der Richtung. Okay, das ist jetzt wiederum so zugeklebt, dass ich es einfach nur mit Gewalt ja, aufreißen kann. Ja! Ach, wie cool. Wow, das sind auch noch voll die riesigen, irgendwie. Also da ist voll viel drin. Sonst sind die ja immer so dünn, die Packung. Und zwar ist es einmal Badesalz sanfte Erholung mit Jasmin- und Lilienduft. Und dann haben wir noch einmal Badeperlen, tiefe Entspannung mit Orchideen- und Vanilleduft.
Und was ich hieran besonders cool finde, ist, dass es lila ist. Und da unten sieht man halt so ein bisschen, wie die Perlen dann aussehen. Und das, auch wenn es einfach zum Baden wahrscheinlich mega unpraktisch ist, weil das immer, also ich persönlich nehme immer die Farbe von dem Bad an. Ich weiß auch nicht, ob es normal ist, aber ja, wahrscheinlich werde ich danach lila sein. Aber macht nichts, weil es sieht mega cool aus. Und es riecht auch mega gut. Dann haben wir hier das hier, da steht drauf, ich will es auch haben. Okay, vom Gefühl her fühlt es sich so ein bisschen an wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, Quadrat. Wie so ein Paket im Paket. Ich mache es mal auf. Ich sehe Harry Potter. Ich sehe Harry Potter. Was ist das? Ah! Oh mein Gott. Das ist einfach mal eine Harry Potter Tasse. Nein! Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Das ist eine Harry Potter Tasse mit den Heiligtümern des Todes drauf. Und hier steht Together They Make One. Und hier steht Master of Death. Und was? Wieso gibt es sowas Geiles? Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Ich liebe Tassen und Tee trinken und so weiter und so fort. Und dazu, und ich liebe natürlich Harry Potter, also von daher, boah, genau ins Schwarze getroffen. Das ist richtig, richtig cool. Hihi, Dankeschön. Dann haben wir hier so ein kleines Dings. Bums. Ja. Und das ist ein... Mein Gott, die denken sich auch immer neue Sachen aus, ne? Das ist ein Pretty Rose Hearts Duschgel, schätze ich mal. Ja, Duschgel. Von Triacle Moon, das sind ja immer diese kleinen Sachen da, diese kleinen Dinger. Und das kenne ich tatsächlich auch noch nicht, den Geruch. Aber ich bin da gerade auch nicht so up to date, muss ich zugeben. Aber ich will mal dran riechen, nur das ist hier so... Hast du das ernsthaft zugeklebt? Mann. Das ist mir auch nicht einfach, ne? Okay, ich krieg's jetzt nicht auf, es ist so zugeklebt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es gut riechen wird. Werde ich dann auf jeden Fall bald mal ausprobieren. Was ist das? Hier steht drauf, ich hoffe, du magst ihn. Okay, was ist das? Es rappelt. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Oh, das ist auch irgendwas mit Harry Potter. Ist es eventuell... Ach, nee. Das ist ja süß. Ha? Was? Das ist ein kleiner Harry Potter Funko Pop. Jetzt mach es scharf. Mach es scharf, mach es scharf. Da. Seht ihr ihn? Oh mein Gott, ist der niedlich. Und der ist halt als Schlüsselanhänger oder so. Ich hol den mal raus. Was für eine Frage. Natürlich mag ich ihn. Das ist Harry Potter. Ich meine, wie kann man Harry Potter nicht mögen? Der hat voll graue Haare. Warum hat er so graue Haare? Aber so sieht der Gute aus. Oh mein Gott, ich liebe ihn einfach jetzt schon. Ich habe an meinem Schlüsselbund eigentlich so einen riesen Geparden-Pummelow-Viech. nicht Geparden, sondern Giraffen. Das ist ja fast das Gleiche. Aber ja, ich fürchte, ich muss ja jetzt umdisponieren und ich muss jetzt da einfach Harry dran machen. Oh Gott, ist der süß. Tee, Dankeschön. Dann haben wir hier sowas, da steht drauf. Ich hoffe, du hast es nicht gelesen. Noch nicht schon gelesen. Ist das... Ah, ich glaube, es ist dann ein Hörbuch. Vielleicht. Da bin ich ja mal gespannt. Und? Ach, was? Oh mein Gott, wie lieb. Was? Sie hat mir ernsthaft das Hörbuch zu Die Seiten der Welt geschenkt. Oh mein Gott. Ich habe das mit ihr tatsächlich zusammen angefangen, als wir auf der Rückfahrt von der Frankfurter Buchmesse waren. Und da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, also so bis Seite 100 oder so in etwa gehört. Und ich habe es halt nie weitergelesen. Und der Sprecher ist einfach so cool. Also das liest ja Simon Jäger. Und ich hatte den vorher halt noch nie so als Hörbuchsprecher gehabt. Aber
Der hörte sich auf jeden Fall mega cool an und Dankeschön. Also ich habe es natürlich halt noch nicht gelesen und ja, jetzt kann ich das endlich beenden. Ich meine, natürlich könnte ich es auch zu Ende lesen, aber irgendwie ist er auch doch ein bisschen geiler und Dankeschön. Hier steht drauf, Sommer. Bin auf deine Meinung gespannt. Okay, Sommer. Ich überlege gerade überhaupt, was für Bücher ich auf der Wunschliste hatte. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Sommer. Sommer. Finden wir es heraus. Gewalt! Okay, das ist Heat of the Moment von Lauren Barnhold. Und da, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ups, jetzt ist mir der Karton runtergefallen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, worum es geht. Ich glaube, es geht aber um eine Klassenfahrt, wenn ich mich nicht, ja, Klassenfahrt. Und um irgendeinen Skandal oder so, um ein Mädchen. Kein Skandal, ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme mit dem Skandal. Aber es geht auf jeden Fall so ein bisschen um Sommer und, ja, Liebe, erste Liebe oder so. Und ja. Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr süßen Mischung an und ich hoffe, dass es so ein Buch ist, was man an einem Tag irgendwie durchliest oder so. Es ist auch nicht so dick. Und Dankeschön dafür, das ist ganz lieb. Das werde ich auf jeden Fall noch diesen Sommer versuchen zu lesen. Also ich verspreche nichts, aber das werde ich auf jeden Fall versuchen und ja, ich bin gespannt, wie es mir gefällt. Und dann haben wir noch das hier. Da steht drauf, Band 2. Das ist ein größeres Taschenbuch, würde ich mal sagen, oder so eine Klappbroschur. Und Band 2, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was ich da... Ich kann mich echt gar nicht mehr dran erinnern, ich weiß auch nicht. Gedächtnis wie ein Sieb. Aber hey, so ist die Überraschung größer, also. Ah! Ja, cool! Und zwar... ist das der zweite Teil von Zodiac. Der Weg der Sterne heißt er. Und ist von Romina Russell. Und den ersten Teil lese ich ja gerade mehr oder weniger. Also habe ich ja gerade ein bisschen pausiert. Aber nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern weil ich momentan halt andere Bücher lese. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Dann habe ich den zweiten Teil auch schon mal da. Und kann direkt weiterlesen. Ja, cool. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war's. Jetzt haben wir das Paket zusammen ausgepackt. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!